Oh nein, sie laufen aus. Ah, wir müssen. Sie kommen bei mir rein und dann hier in den Käfig rein. Bleibt hier drin. Ah, diese komischen springenden Dinger, sie werden immer schlimmer. Ihr müsst da drinnen bleiben. Bleibt in meinem Gefängnis drinnen. Ihr könnt, ihr dürft nicht überlaufen. Kommt jetzt her, Mann. Hier, Rinder in das Teil. Wartet mal, Freunde. Ich sage euch gleich eine Begrüßung. Ich muss die Dinge hier erstmal alle einsperren, damit die ja weiter irgendwelche Sachen produzieren. Aber wir haben nicht genug Essen, ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie eine kleine Ranch oder sowas brauchen. Aber wir haben ja inzwischen schon 444 Münzen, ne? Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Slime Rancher. Heute haben wir natürlich super viel noch zu tun. In der letzten Folge haben wir nochmal zum Ende hin so komische Glühwürmer gefunden, die sich irgendwie, glaube ich, von Hühnern ernähren. Keine Ahnung, ob die das wirklich tun, aber ich glaube, ich kann hier nochmal den hier kurz packen und dann einfach gegen einen Huhn schießen und der isst es dann einfach. Hier, isst das Huhn, Kleiner. Hier, da liegt er. Komm, ich schieb dich da hin und du isst den einfach auf, okay? Wieso isst der den nicht? Warte mal, hier, Hühnchen da und dann Hühnchen in deinen Mund. In deinen Mund. Aber die essen die irgendwie nicht. Hier hast du noch ein Hühnchen. Warte mal, guck mich an und dann in deinen Mund rein. Warte mal, wieso will er nicht in den Mund von dem rein? Warte mal, den Phosphor-Slime hier nochmal reinschmeißen, dann zack in den Mund rein. Okay, er will nicht. Okay, das heißt, die Typen versuchen sich jetzt nochmal ein bisschen hier rauszustapeln, aber die schaffen das noch nicht. Ich glaube, so viele sind da jetzt auch nicht drin, ne? Dass wir jetzt erstmal nach Hause gehen und erstmal dafür sorgen, dass hier wieder Tag wird, ne? Denn wir können einfach Sleep Until Morning machen. Dann haben wir auch hier schon den guten alten Morgen schon herbeigeholt. Und dann sind wir natürlich früh am Start und wir können nochmal hier unsere Karotten schnell sammeln, die wir natürlich gleich unseren gefräßigen Freunden dort geben, von denen wir leider zu viele haben, ja. Irgendwie sind das viel zu viele, die wir hier haben. Ich frage mich überhaupt, ob das sich überhaupt noch lohnt, diese Dinger hier alle zu haben, weil ich glaube, die machen alle nur mehr Stress, als dass sie irgendwie was herbringen, aber wir verkaufen mal einfach hier ein paar Pinkplots noch weiter, sind jetzt zwar nicht viele, aber ein bisschen Geld ist da noch mit drin. Was ich jetzt aber vorhatte, ja, wir müssen definitiv nochmal gucken, dass die hier... Oh nein! Hey, wo sind unsere Dinger hin? Oh nein, diese komischen Typen, die wir nachts gefangen haben, können wahrscheinlich nur nachts leben. Aber jetzt haben wir hier noch immer noch welche Hühnchen drin. Warte mal, sag mal, dieses Hühnchen ist neu, kann es sein? Irgendwie haben wir das noch nie gefangen. Das heißt, die haben wahrscheinlich ein Kind gemacht und das funktioniert. Warte mal, was ich... Ja, nein, geh weg hier. Du darfst hier nicht sein, kleiner pinker Schlei. Ah, nein, warte, warte, das ist nicht gut. Ah, die laufen aus, die laufen aus. Kommt alle hierher. Warte mal, geht da jetzt wieder rein. Hier, rinn in das Gefängnis. Mist, Alter. Okay, gut. Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen und können das erstmal... Oh nein, die Hühnchen sind tot. Die Dinger haben einfach alles aufgegessen. Nein. Oh, ihr blöden pinken Slimes. Ihr seid alle so gefräßig. Ich habe gedacht, ihr seid süß, aber dabei esst ihr mir alle meine Hühnchen auf. Oh Mann, die sind doch alle so blöd. Okay, was ich jetzt erstmal vorhatte, ist nochmal was ganz Wichtiges, ja? Weil ich hatte nämlich vor, jetzt weiterhin dorthin zu laufen, wo wir eigentlich hin wollten, ja? Und zwar waren wir ja auf irgendeiner Straße unterwegs, wo diese komischen pinken Slimes schon irgendwelche Stacheln getragen haben, ja? Die haben irgendwie so einen Stachelpanzer gehabt. Guck mal, Früchte am Baum, easy, Früchte am Baum, 6 Stück, nice. Das heißt, wir möchten erstmal da runtergehen und ich habe ja in der letzten Folge den da hinten gesehen, ja? Und ich frage mich, was denn so ein riesiges Ding hier wohl eben hergibt. Das heißt, wir laufen da jetzt, glaube ich, erstmal so ein schönen Slalom drumherum. Schauen, was wir hier herbekommen. Oh, der ist neu, den hatten wir noch nicht. Was war das? Rock Slime. These Slimes are totally metal. Okay, das heißt, diese Schleime sind sozusagen mit ein bisschen Metall verbunden, so wie es aussieht. Vielleicht bringen die ja viel Geld oder sowas, ja. Wir brauchen vielleicht einfach nur die Kristalle von denen. Und da hinten leuchtet es irgendwie nach Strom oder sowas, ne? Das heißt, das können wir uns auch gleich mal ansehen. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir erstmal an unseren Kumpels hier ein bisschen vorbeikommen, ohne gleich so viel Schaden zu nehmen. Weil in der letzten Folge haben wir irgendwie 10 Damage oder so bekommen. Und woher dieser Damage kam, keine Ahnung, ne? Aber wir können jetzt hier nochmal kurz unsere wunderschönen kleinen Kristalle aufsammeln. Easy. Die ganzen pinken Teile brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber die guten alten Kristalle brauchen wir. So, weil ich glaube, mit 20 Kristallen können wir bestimmt nochmal ein bisschen Geld machen, ne? Easy, weil ich glaube, pro Kristall kriegen wir nochmal 9 Stück, ne? Das sind dann 180 Punkte oder so, wenn wir da 20 Stück abgeben und das ist schon ganz gut, ja? Ist vom Preis her voll in Ordnung. So, dann können wir uns hier noch ein paar Pogo-Früchte mitnehmen oder so. Dann vielleicht ein paar... Warte mal, ich könnte diesen Roosto hier wegschießen. Und dann nehmen wir uns einfach hiervon ein paar Vögel mit, weil diese Vögel kann man ja eigentlich ganz gut verfüttern an diese lilanen Teile, die so gefräßig sind, weil die geben dann, glaube ich, ein bisschen mehr Essen oder so. Und ich bin mir bis heute immer noch nicht sicher, aber
Ich denke einfach mal, wenn man diese großen Dinger hier füttert, ja, beziehungsweise diese kleinen Dinger, ne, werden die dann nicht irgendwie größer oder sowas in der Art und geben dann mehr Essen oder so? Könnte das vielleicht sein? Ich bin mir da nicht sicher. Muss man aber später mal gucken. Aber was wir uns erstmal angucken wollten, war diese komische Substanz hier, wo man sich reinstellen kann, aber was das einem bringt, kein Plan, ne? Könnt ihr mir ja vielleicht mal in den Kommentare schreiben. Ah, jetzt habe ich meine Vögel weggeschossen. Kommt her, meine Vögel. Vielleicht muss ich da irgendwie so ein Rockslime draufschmeißen. Vielleicht nimmt er das dann irgendwie besser auf. Alter, was ist denn da gerade eben explodiert? Warte mal, Rockslime. Hier, ne, geh da rein. Gefällt dir das? Nee, ne? Das ist irgendwie nicht so dein Ding. Vielleicht gefällt es ja irgendwie... Nee, in der Henne gefällt das auch nicht. Und wir haben jetzt auch einfach nur viel zu viele Früchte dabei. Warte mal, hier sind noch ein paar Pogo-Früchte, glaube ich, drin. Nee, sind es doch nicht. Ha, okay. Was das hier irgendwie zu bedeuten hat, keine Ahnung. Vielleicht können wir da irgendwie einen Pink Plot reinschmeißen. Nö, ist anscheinend auch nicht so das Ding. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, wir schmeißen doch diese ganzen Dings hier weg. Oder wir könnten nochmal schnell nach Hause gehen, ein bisschen Geld machen und dann hier das aufsaugen. Oder wir schmeißen jetzt einfach mal diese Hennen weg. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich glaube, da kann man Wasser aufsaugen. Kann das sein? Schaut euch... Doch, guck mal, man kann Wasser aufsaugen. Das heißt, ich habe hier so Wasser dabei. Ja? Guck mal. Ui. Hey, das heißt, man kann Wasser mitnehmen. Wie cool ist das denn? Okay, wir sollten uns, glaube ich, nicht zu viel ablenken lassen von diesem komischen Wasser. Aber was schon mal gut ist, dass ich weiß, dass es hier Wasser gibt. Weil ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo so eine Art Quest oder so, wo man dann irgendjemandem Wasser geben muss oder so. Weil es gibt bestimmt welche, die sich nur von Wasser ernähren oder was weiß ich. Ja. Aber was wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal ansehen müssen, ist dieser riesige Schleim, der dort hinten war. Weil der sieht tatsächlich danach aus, als ob der richtig Bock hat, irgendwie so ein bisschen, ne, ein bisschen Geld zu geben, ne? Weil ich bin ja der gute alte Roman und ich habe erst 465 Münzen und ich hätte gerne ein bisschen mehr. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Pogo-Früchte. Sieh, wir haben 20 Stück, ja? Wie geht's dir, kleiner Pogo? Oh, du willst was zu essen haben, ne? Hier hast du 20 Früchte. Bum, 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 bum. Alter Vater, ist der viel. Alter! Willst du noch mehr? Du willst noch mehr? Alter, woher soll ich denn noch mehr bekommen? Ich habe hier Pilze, aber Pilze kannst du wahrscheinlich nicht essen, ne? Was haben wir hier denn noch? Warte, wir haben hier noch ein paar Früchte übrig. Warte, können wir hier nochmal kaputt machen. Warte, das hier können wir, glaube ich, auch nochmal kaputt machen, indem wir dagegen irgendwas schießen. Hier so eine Frucht vielleicht. Nee, das geht auch nicht. Aber wir können das Ding hier vielleicht einfach so nehmen und dann hier so schmeißen. Okay, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Essig. Eine Q-Berry. Vielleicht, warte, Q-Berries sind deliziös und lecker. Und sie werden niemals vom Tisch runterrollen, steht auf Englisch. Okay, so, das isst du also auch. Dann hast du hier nochmal 6 Pogo-Früchte. Sag mal, wie viel soll ich denn dir verfüttern? Ich weiß gar nicht, wie viel isst du denn? Wie viel brauchst du denn? Und ab wann platzt du eigentlich? Ich glaube, wir müssen dem Typen einfach so viel Essen geben, bis der platzt. Und dann irgendwann gibt er uns bestimmt ganz schön viel Essen oder so. Warte mal, kommen wir da vielleicht diesen Berg hier hoch? Warte, ja, easy. Kommen wir hoch. Kommen wir da vielleicht nochmal hoch? Tatsache, warte. Ah, komm schon, da hoch. Roman, ah, warte, hier nochmal hochklettern, hoch, ja, hey, es hat funktioniert. So, jetzt sind wir hier oben, aber schwimmen können wir, glaube ich, nicht. Das wäre, glaube ich, für mich auch ein bisschen dumm, wenn wir schwimmen könnten, ne? Aber da unten ist vielleicht noch was und ob es irgendwelche Schleims gibt, die unter Wasser wohnen, weiß ich jetzt auch nicht, weil das Spiel, so lange spiele ich das Spiel dann auch nicht. Warte, aber diese Karotte könnten wir doch theoretischerweise aufsaugen, aber die will irgendwie nicht, warte mal, vielleicht von einem anderen Gradius oder sowas. Ah, Tatsache, so, wir haben sie. Reicht dir das vielleicht, ha? Nein, der braucht wahrscheinlich noch mehr. Warte, das heißt, wir müssen nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch ein bisschen mehr Essen auftreiben können, weil irgendwie ist das Ding so krass gefräßig, der hört ja gar nicht mehr auf, irgendwie irgendwas essen zu wollen, warte. Vielleicht können wir ihm ja irgendwie andere Schleims geben, die er dann essen kann. Vielleicht so ein Chickadoo. Hey, was ist das da? Lol. Habt ihr das gerade eben gesehen, was passiert ist? Da ist irgendwie, warte mal, essen die vielleicht auch sowas hier? Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß, um ihn zu essen. Nein, nicht angreifen, nicht angreifen. Geh weg, du blöder Schleim, geh weg. Ich wollte hier nichts tun, warte. So, das heißt, wir haben hier vielleicht nochmal hier unser Geld und so. Aber wir können, glaube ich, noch ein paar Chickadoos sammeln. Weil der isst ja bestimmt auch irgendwie von diesen Dingern noch ein bisschen was. Hier, noch ein Chickadoo aufsammeln. Das heißt, wir haben jetzt 4 Stück. So, das heißt, wir können hier vielleicht, warte, hier noch mal ein paar Früchte mit einsammeln. Warte, davon haben wir nämlich auch noch eine. So, und hier haben wir ja diesen komischen Baum. Und ich hoffe, der Typ platzt mal. Weil ich weiß gar nicht, wie viel der essen kann. Aber wenn der wahrscheinlich platzt, dann wird er uns bestimmt irgendwas Gescheites geben. Weil irgendwie muss es ja Sinn ergeben, dass der Typ so groß ist. Weil irgendwie, ich glaube, die entstehen ja nicht einfach so von selber. Aber jetzt haben wir nochmal 8 von diesen Früchten, ja, sogar 9, weil dieser Baum gar nicht mehr aufhört, irgendwelche Pogo-Früchte herzugeben, ne, das heißt, wir haben dann hier 9 Pogo-Früchte, 4 Chickadoos und das dürfte doch eigentlich reichen, warte, nehmen wir uns noch eine Pogo-Frucht mit, können wir vielleicht nochmal gucken, ob wir vielleicht noch so ein kleines Chicken finden, Tatsache, da unten ist eins, warte, wo ist denn das hin, warte, nein, das ist ein viel zu großes Chicken, warte, wo ist denn dieses kleine Chicken hin, weil die sind nämlich mit Marshmallow-Füllung oder sowas in der Art, ne, und ich glaube, das könnte so einem riesigen Klops, wie der dort hinten ist, irgendwie ganz gut gefallen, weil ich persönlich würde das gerne essen, ne?
warte mal, da wurde gerade eben ein Huhn irgendwie ganz brutal aufgegessen. Aber dafür können wir natürlich nichts. Warte, wo ist denn hier nochmal so ein kleines, süßes, Dings, Piepmatz-Dings da, hm? Mit Marshmallow-Füllung. Komm zu Papa. Easy. Das heißt, wir haben hier nochmal ein paar Karotten, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste. Also ich wäre jetzt dafür, wir geben dem Typen jetzt nochmal was zu essen, weil wir haben dem jetzt nicht umsonst 2 Millionen Sachen zu essen gegeben, warte. Haben wir jetzt nochmal kurz ein bisschen Schaden genommen. Ich glaube, der Typ ist doch bestimmt kurz vorm Platzen oder sowas naht, weil der sieht wirklich danach aus. Wir könnten ja, also wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir vielleicht später nochmal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Warte, wir geben ihm hier nochmal ein paar Pogo-Früchte, dann geben wir ihm hier nochmal ein paar Chickadoos. Warte, du isst keine Chickadoos. Wieso magst du keine Chickadoos? Iss die! Oh, der mag die nicht. Oh, das heißt, wir müssen noch mehr Früchte besorgen. Kann man hier nochmal Früchte rausziehen? Warte, wir können vielleicht nochmal von zu Hause ein paar Früchte mitnehmen, aber das ist ja unglaublich, wie viel der isst, ja? Der mag keine Chickadoos, der isst, warte mal, wieso isst der denn kein Fleisch, aber seinen kleinen Kumpel schon? Warte, wir haben hier nochmal einen Rockplot, ja? Und dieses Rockplot ist mir gerade eben aufgefallen, wenn wir, warte, nochmal so ein Rockplot? Ne, das ist ein Rockslime gewesen, warte, das heißt, wir können hier nochmal kurz ein paar Karotten mitnehmen. Easy, die nehmen wir mit und reißen die da raus. Warte mal, vielleicht, ah, warte, das ist auch zu viel. Geh weg! Ah, der macht voll viel Schaden. Hey, hör mal auf, mir Schaden zu machen. Warte, wir gehen jetzt eben nochmal kurz nach Hause. Da ist ja immer noch nichts gewachsen. Vielleicht finden wir noch irgendwo anders irgendwelche Karotten oder so. Und geben diesem Typen jetzt mal... Ah, da haben wir nochmal ein paar Karotten. Ich glaube, das könnte vielleicht reichen. Hier nochmal 11. Dann haben wir hier nochmal ein paar Früchte. Easy, die nehmen wir natürlich auch mit. Die geben wir gleich nochmal alle diesen Typen da hinten, der sie unbedingt so benötigt. Warte, easy. Ah, Mist, wir haben die alle gar nicht aufgesaugt, sondern gerade eben andere Sachen gemacht. Ah, warte, wir nehmen jetzt erstmal so einen Rockplot. Und ich möchte da jetzt eben nochmal kurz was ausprobieren. Also gehen wir mal zu so einem Ding hier hin, ne? Easy. Und beschießen mal einen damit. Was passiert da eigentlich? Seht ihr? Das habe ich gemeint. Super komisch. Das heißt, der Typ... Ah, der Typ macht uns Schaden. Der Typ mal... Okay, gut. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das beste Haustier, was man sich wünschen kann. Aber der ist ganz schön aggressiv und cool, ja? Wir können ihm vielleicht hier nochmal ein paar Rockslimes reinschmeißen. Die sehen ja eigentlich auch ganz nett aus. Was essen die eigentlich? Die essen nur Dings, ne? Nur Gemüse, so wie es aussieht. Das heißt, wir kaufen denen wahrscheinlich auch nochmal irgendwann ein neues Zelt oder sowas, ne? Aber davor gehen wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen Geld Dings sozusagen abholen, ne? Easy. Dass wir jetzt auf 615 sind, ne? Mit 615 können wir bestimmt noch irgendwas machen. Easy. Was haben wir denn hier? Ah! Schau mal einer an. Hier werden Sachen benötigt. 12 Karotten, 6 Hühner und das hier. Und dann kann ich hier wahrscheinlich irgendwas exchangen. Ah, ich verstehe. Da ist also eine irgendwie, die hat gesagt, die möchte tauschen, ja? Und die bietet uns 4 von diesen Nachtdingern an, 17 Pogo-Früchte und 7 Stony Hens, ja? Aber die brauchen wir ja nicht unbedingt, weil die möchte nämlich 2 Rockplots und 6 Hennen und nochmal 12 Karotten. Aber was wir in der Folge vorhaben, ist diesen riesigen Typen dort hinten irgendwie satt zu machen. Aber wie kriegen wir das hin? Warte mal, wir dürfen einfach nur nicht unseren gesamten Platz für irgendwelchen unnötigen Kram ausgeben, sondern wir müssen den unnötigen Platz jetzt einfach für Karotten ausgeben, oder? Hier, den pinken Schleim brauchen wir nicht, easy. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen nach Gemüse und sowas gucken, weil der Typ ist nämlich kurz vorm Platz, wirklich. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich kurz davor zu platzen und uns ganz viel Geld zu geben, ja? Und wenn wir dann das Geld haben, Freunde, ja, dann geht's ab, oder? Dann gehen wir in eine andere Welt und dann verdienen wir noch mehr. So, warte mal, wir können vielleicht noch mal hier unten irgendwo gucken. Da hinten sind nämlich immer Karotten gewachsen. War das nicht irgendwo hier? Nee. Bitte nicht angreifen, Freunde. Ich weiß, ihr seid alle ein bisschen aggressiv. Was haben wir hier drin? Kann man hier in die Höhle reingehen? Oh, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich glaube, so ein Todeszeichen ist auch nicht das Beste vom Besten, ne? Das heißt, wir gehen hier erstmal ein bisschen wieder weg, ne? Das ist irgendwie jetzt nicht unser Ding. Können wir vielleicht mal in der nächsten Folge oder so reingehen. Aber was ich jetzt nochmal empfinden möchte, sind noch ein paar Karotten oder so, ne? Vielleicht finden wir hier noch was. Aber so wie es aussieht, haben wir echt alles weggefarmt, wie es geht. Und ich glaube, wenn der Typ jetzt tatsächlich noch mehr zu essen haben will, dann bin ich echt ein bisschen planlos. Aber wir haben ja eigentlich noch diesen Baum. Der Baum gibt ja eigentlich ganz schön viel Essen her. Und ich glaube, der Typ, guck mal, der ist sogar viel größer, ne? Wenn man sogar von hier nochmal guckt, ne? Hat man dann nochmal dieses Gefühl, dass man irgendwie... Ah, warte mal, das Wasser kann man nicht mitnehmen, ne? Sonst würde ich den super gern einfach mit Wasser vollpumpen, weil davon haben wir ja eigentlich unendlich, ne? Und dann würde ich den aber so richtig, ja, krass vollpumpen, ne? Und dann wäre der eigentlich schon nach 2 Sekunden bestimmt voll und dann hätten wir es eigentlich. So, dieser komische Typ da, der steht da immer noch. Warte mal, kannst du mal bitte weggehen? Ah, Leute, du bist runtergefallen, du Noob. Okay, perfekt. So, das heißt, können wir hier vielleicht noch ein paar Karotten rausgraben? Nein, können wir anscheinend nicht. Aber jetzt ist der Tag gekommen, wo du jetzt mal platzen wirst. Hier ein paar Pogo-Früchte. Du, 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 du. Dann hast du hier noch ein paar Karotten. Du, 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 du. Oh, ja, oh, 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 er platzt. Oh mein Gott, wir haben ihn zu Platzen gebracht. Perfekt, Alter. So, das heißt, wir haben hier nochmal ein paar Belohnungsboxen. Easy. Nochmal ein bisschen Geld eingesagt. Easy. Ah, geht weg, ihr blöden Dinger. Ich möchte die ganzen Karotten hier behalten. Das ist alles meins. So, dann heißt, wir können hier nochmal... Zack.
das Ding da regenhauen, dann hier nochmal ein bisschen was mitnehmen, nochmal ein bisschen was an Geld bekommen. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 625 immer noch, oder? Ah, hey, und wir haben einen Schlüssel bekommen. Slime Keys, an Ancient Key von Ancient Lock. Okay, das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen wunderschönen Key gefunden. Ich habe doch gesagt, es hat sich gelohnt, den Typen zu füttern, ja? Weil ich habe das Gefühl gehabt, der platzt irgendwann und der kann ja nicht unendlich viel essen. Aber, so wie es aussieht, haben wir wirklich alles richtig gemacht. Aber was man jetzt mit einem Schlüssel machen kann, gar kein Plan. Aber der Typ sah wirklich so aus, als ob der wirklich kurz vorm Platzen war. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. So, hier nochmal eben kurz noch ein paar Plots mitnehmen, ne? Hier, wo haben wir noch ein paar? Hier sind übelst viele. Easy. Können wir auch noch alle kurz mitnehmen. Zack. Dann so einen blauen Schleim brauchen wir nicht unbedingt. Und da sind dann wieder solche Nachtdinger, ne? Und da haben wir eigentlich nur noch diesen komischen Wald da vor uns. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich mit diesem komischen Key anstellen soll. Mal gucken, ob wir da vielleicht... Warte mal, wir sind ja da noch nicht lang gelaufen. Vielleicht bringt uns dieser Key ja irgendwas ganz Besonderes oder so. Weil den mussten wir ja nicht aufsaugen, sondern einfach nur aufheben. Und so weit sind wir ja noch nicht gelaufen, ne? Hier sind irgendwie neue Erze oder so. Aber von neuen Dingern sehe ich hier noch nichts. Hier sind diese Nachtkugeln, ne, die spawnen hier gerade. Aber wo es hier irgendwie ein Tor gibt, was verschlossen ist, was wir noch nicht gesehen haben, weiß ich noch nicht. Warte, wir haben hier nochmal eine kleine Kuh. Nein, nicht eine kleine Kuh, sondern eine kleine Kiste, meine ich natürlich, sorry. Warte, wo ist denn die jetzt hin? Da unten liegt sie. So, erstmal hier nehmen und zack, dagegen schmeißen. Was haben wir da? Ein bisschen Geld. Okay, perfekt. Das ist nochmal ein bisschen was an Karotten. Hey, und was sind das eigentlich für Dinger? Die kenne ich noch gar nicht. Das sind irgendwelche kleinen Füchse oder so. Warte mal, wir können mal hier ein paar Pogo-Früchte an die sozusagen hier geben. Easy, ist das mal. Und dann saugen wir mal. Warte mal, was habe ich denn jetzt gerade eben aufgesaugt? Nein, nicht Pogo-Früchte. Nein, hört auf, euch gegenseitig zu essen. Warte, den da möchte ich haben. Nein, den möchte ich nicht. Den hier möchte ich haben. Ein Tubby-Slime. Toast Stripes, that tail, that wiggle, that wiggle. Okay, das heißt, mit dem kann man bestimmt irgendwas machen. Warte, das hier kann man bestimmt nochmal essen. Und was können wir hier? Lass mal die Pink Plots hier alle wegschmeißen. Die brauchen wir nicht. Die bringen nicht genug Geld. Warte. Ah, geh mal. Oh, was ist mit dir passiert? Wieso bist du so bunt? Oh, oh Gott! Wieso ist der so böse? Oh Gott, der isst andere. Iss ihn nicht? Oh nein, tu es nicht. Tu es nicht. Lass ihn in Ruhe. Oh mein Gott, geh weg. The Dardos, Awfuls, Rainbows. Ah, wieso ist der so böse? Hey, oh, nein, nicht essen. Lass ihn in Ruhe. Alter Vater, wo ist der hin? Wow, wieso ist der so böse? Aber er ist weg. Er ist weggegangen. Okay, wir haben alles im Griff. Warte mal, diese Pink Slimes können wir auch mal kurz alle weghauen. Easy. So, und dann können wir den hier mal mitnehmen. Diesen Phosphor-Plot. Die geben nämlich ein bisschen mehr Geld als die anderen. Warte, was haben wir hier alles? Hier haben wir weiterhin nur so fliegende Dinger. Was ist das hier? Ist das eine Erdbeere? Ja, die sind, glaube ich, ganz gut. Warte, das heißt, wir können... Mist, wir brauchen mehr Platz zum Tragen. Aber hier vielleicht so ein Dingsterbumster. Ah, hier den, so einen kleinen Kristall möchte ich mitnehmen. Warte, hier den Kristall auch noch. Und dann könnten wir vielleicht den hier noch mitnehmen. Aber ich glaube, das war ein anderer Kristall, den wir nicht... Ja, hör auf, andere zu essen. Ah, Leute, die stecken sich alle gegenseitig an. Das ist irgendwie voll gruselig hier. Ah, Jungs, ich möchte doch nur Geld verdienen. Ah, ich möchte nur Geld verdienen. Geht weg. Warte mal. Nein, wieso? Ah, die sind voll groß. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Warte mal, ich möchte die hier bitte noch alle mitnehmen. So, ich bin nur für kurze Zeit da. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, dann gehe ich auch schon wieder weg. Okay, das heißt, wir haben hier nochmal ein bisschen Wasser. Aber wieso werden diese Dinger zu Alien-Dingern? Oh Mann, das ist mir echt nicht geheuer. Warte, diese Phosphor-Slimes können wir eh wegwerfen, weil die ja tagsüber sowieso sterben. Aber so ein Tubby-Plot habe ich noch nie irgendwie verkauft. Vielleicht ist der ja teuer. Warte mal, ich glaube, die Dinger... warte mal, machen die hier irgendwie so kleine Fortpflanzungs Teile oder so. Hey, was geht ihr, Jungs? Ne, warte mal, habt ihr vielleicht noch irgendwelche weißen Dinger hier liegen lassen, die ich vielleicht verkaufe? Ja, das sieht irgendwie echt brutal aus. Oh Mann, die werden ja alle zerfleischt. Oh, oh, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ah, warte mal, aber den nehmen wir uns noch mit. Der sieht nämlich teuer aus. Ah, warte, nicht töten. Okay, ganz ruhig. Ich bin noch nie gestorben in dem Spiel, ja. Aber die Dinger sehen gar nicht mal so gefährlich aus. Ich glaube, an denen kann man ganz gut vorbeikommen, wenn man das alles sehr schlau anstellt. Ah, wir müssen hier einfach nur ganz schnell weg. Ich bin mir ganz sicher, dass hier der Schlüssel nicht unbedingt hin muss. Und da ist nochmal einer, der nochmal gewachsen ist. Ah, mein Spiel ruckelt. Bitte lass mich ganz schnell von hier weg. Ich verstehe. Wieso? Warte mal, hier war ja nicht mal so ein Schild mit so einem Totenschild, wie es auf der anderen Dings in der anderen Höhle war. Oh Mann, lass mal ganz schnell nach Hause gehen und kurz mal dafür sorgen, dass wir halt eben jetzt ganz schnell nach Hause kommen und wir nehmen einen so einen Tubby-Slime mit und diesen Tubby-Slime können wir bestimmt ein bisschen füttern und der sorgt dann dafür, dass wir genug Geld haben. So, easy.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass hier irgendwie niemand einen versucht umzubringen, aber jetzt verstehe ich, wieso es in diesem Spiel eine Helfleiste gibt, ja? Jetzt verstehe ich, wieso man hier 100 Leben hat, weil hier anscheinend irgendwelche Dinger ganz schön aggressiv werden und dann irgendwie versuchen, einen richtig krass wegzunatzen, ja? Das ist echt ein bisschen krass. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Hier ist unser kleiner Kumpel, der ist immer noch ein bisschen, ne, aggressiv gegenüber anderen, ist anscheinend alles, ne? Das heißt, wir können nochmal hier zu unserer kleinen Verkaufsanlage gehen und dann hier nochmal diese Phosphor-Dinger verkaufen, um noch ein bisschen mehr Geld zu haben. Easy. Das heißt, wir haben jetzt schon 829 und dann haben wir so einen Tabby-Plot gefunden. Und so ein Tabby-Plot, der ist jetzt gerade eben vom Kurs her auf 19. Und was ich gerade eben bemerke, dass die Kurse sich ändern, ja. Das heißt, wir haben gerade eben den Kurs gehabt, dass diese Dinger hier mehr wert waren als das hier. Aber jetzt hat sich das geändert. Super komisch. Okay. So, den haben wir auch verkauft. Das heißt, der Market-Dings lädt nochmal seine Preise. Ah, und jetzt verstehe ich das. Warte, was ist denn jetzt passiert? So, die sind hochgegangen. Die sind auch hochgegangen. Die haben wir gerade eben für viel weniger verkauft. Oh Mann, denn diese Phosphorteile sind runtergegangen. Zum Glück haben wir die jetzt schon verkauft, ne? Und dann haben wir hier nochmal solche Sachen. Alter, und dann gibt es hier noch goldene Dinger, die man anscheinend verkaufen kann. Und die bringen dann 335. Das ist echt ganz schön viel, ne? Das heißt, wir legen uns jetzt hier erstmal ein bisschen wieder schlafen, ne? Sleep until morning. Da-da-da-da. Und dann haben wir auch schon wieder den nächsten Morgen am Start. Naja, jedenfalls hoffe ich natürlich, dass die Folge euch heute gefallen hat. Wir nehmen uns hier nochmal schnell einen Slime mit und schmeißen ihn hier nochmal wieder kurz rein. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, dass wir vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass wir mal wirklich viel Geld verdienen, ja, weil irgendwie war das gerade eben echt ein bisschen komisch, aber worauf ich jetzt super stolz bin, dass wir irgendwie einen Schlüssel gefunden haben, ja, und mit diesem Schlüssel können wir jetzt wahrscheinlich irgendeine Tür öffnen, die uns noch verschlossen blieb, aber wir müssen mal gucken, wie das irgendwie funktioniert. Ich habe sogar eine kleine Idee, wo vielleicht dieser Schlüssel hin muss, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich gebe diesen kleinen Dingern noch hier ihre Karotten und dann ziehe ich auch gleich ab. Man sieht sich gleich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!